Und wie, hier ist einer dabei, der sich nicht im Zuhörermodus befindet. Man hat mir gerade gesagt, alle Zuhörer oder alle die Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, jetzt muss ich noch ganz schnell eine Geschichte machen, nämlich den Link von gestern Nachmittag. Das hat komischerweise sehr lange gedauert. Den Link von gestern von dem Nachmittagswebinar noch auf die Seite setzen. So, dann haben wir das nämlich erledigt, haben wir auch keiner mit mir schimpfen, ne? So, wer hatte denn mal mit der gestrigen Morgenanalyse mal ein bisschen auseinandergesetzt, nachdem wir uns ja gestern Nachmittag noch mal kurz darüber gebeugt haben? Wäre es ja doch mal interessant, wer sich noch mal damit auseinandergesetzt hat, beziehungsweise wer da gestern noch nachgehandelt hat. Okay, mit welchem Ergebnis zum Beispiel Roman? Wir arbeiten ergebnisorientiert oder ich arbeite ja gerne ergebnisorientiert und vielleicht lagen wir ja auch daneben. Sigi entwickelt sich langsam mit 100 Punkten im Plus raus. Das ist so meine Ansage. So mag man doch, oder? So, das Webinar ist oben. Also auf jeden Fall veröffentlicht. So, muss ich nur gucken, ob ich das Bild noch umbauen kann. Ja. Dann haben wir das auch gleich fertig und dann kümmern wir uns um den So, auf geht's. Brille auf und los geht's. Langsam, wenn jetzt das Eichhörnchen, sehr gut. Peter, danke. Wir beide sollten mal bitte telefonieren. Ich habe ja das neue Surface gekriegt und habe mir da jetzt irgendwie ein bisschen Login-Daten für die
Cloud geholt und habe auch die Remote-App darüber gezogen. Wäre schön, wenn wir es vielleicht mal zusammen per Fernwartung einrichten können. Wenn du dir ein Minütchen für mich nehmen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Der Dieter angesehen habe, wie es mir gehandelt habe, ich damit nicht. Ich verpasse die Einstiege, okay? Ich habe eine Order bei 109892 im Depot, die sich nicht löschen dürfte. Und BH schreibt mir, ich soll aufs Update warten. Ich habe mir die Login-Daten geholt, genau. Von dem Mitorganisator Christopher, der ist dafür zuständig. So, kümmern wir uns um die morgendliche Geschichte. Was haltet ihr davon? Starten wir damit. Ich habe hier ein bisschen Technik umgebaut. Mal gucken, ob das funktioniert. Nachdem man mich gestern darauf hingewiesen hat, dass die Geschichte moin, dass man mitlesen konnte. So, das Ziel nach unten bei mir 8,350 mit Zwischenzielen 9,620, 9,134, 9,300, 8,900, 8,800. Okay. Das müssen wir mal sehen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Jungen hier. Ups. Das hier ist der erste, den wir hier haben. Und den müssen wir nämlich jetzt einfach mal verziehen dahin. So, wenn das das Tief war, gucken wir uns mal ganz übergeordnet mal den Euro an. Wir sind gestartet hier unten diese Nummer 10809. Und sind hochgelaufen bis 1,13. Hier haben wir die 38er. Also 61,8. Sauber durchschossen, genau die umkämpft er jetzt. Er hätte hier schon mal eine 50 gekämpft. Vorgestern mit einem Schub volle Granate abgeklatscht. Gestern die Umkehrkerze. Also er gibt diese Level, diese 61,8, die gibt er noch nicht auf. Wir haben mal im Wirtschaftskalender geguckt. Was gibt es da heute zu holen? Damit. Noch passiert ja nichts. 14 Uhr spricht der Kumpel. Und das war's auch für heute. Eigenheime heute Nachmittag. Und der Kaplan und Fischer, das ist durch. Also, außer Spesen nichts gewesen heute. Kann man, genau. Richtig. Also brauchen wir hier auch nicht mit Riesenimpulsen rechnen. Ich gehe mal davon aus, dass wir. Upp, meine Software ist weg. Kaffee trinken außerhalb vom Bild. Und mein. Was vergessen? Ja, das ist doch alles ein bisschen ungewohnt. Ich muss wieder auch erst dran gewöhnen.
Und ich musste jetzt einen zweiten Rechner dazu nehmen, weil ihr sonst hier unten in der Ecke nämlich das Chatfenster seht. Und dann stoßen wir wieder gegen den Datenschutz, und dann kriege ich wieder Haue und Haue tut immer weh. So, daraus errechnet sich ganz klar eine 1,1550, wenn wir jetzt in diesem Bereich hier bleiben. Wenn das hier die Umkehr wird, dann ist das hier das Ziel. Das Schöne ist, man sollte sich jetzt hier in diesem Bereich irgendwo, wenn man das denn möchte, wenn man dieses Grundsetup handelt. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man verschiedene Konten hat. Wenn man dieses Grundsetup handelt, haben wir unten das Tief im Bereich 1,10. Also die 1,59 sollte nicht verletzt werden und die 1,1050. Wenn wir hier heute hier unten eine kleine Korrekturkerze kriegen, jetzt fragt bitte nicht wieder, was eine Korrekturkerze ist. Das können wir in anderen Themen auseinanderpflücken. Wenn wir hier unten jetzt eine kleine Korrekturkerze kriegen, bupp, so, die noch kleiner ist als diese hier, die von gestern. Die von gestern geht von 1,10, 52, 53 bis 1,09, 75, 1,09, 80 ungefähr. Ich kann es jetzt nicht genau nachvollziehen. Wenn wir hier heute keine Vola reinkriegen, keine Bewegung, das Ding bleibt schön klein, kriegen wir ein schönes Umkehrmuster. Dann kann man sich nämlich genau da oben drüber long platzieren. Man kann vielleicht sogar schon anfangen, wenn man dieses große Setup verfolgt. Nur dieses große Setup. Dann kann man sich hier in diesem Bereich Long platzieren, nach Euro pro einen Long-Einstieg suchen und dann kann man hier oben was draufnageln, Stops dort unten drunter. Wenn man mit der Nummer schon mal hier oben ist, dann hat man schon mal einen Teil von der Position mit nach oben genommen. Wenn man hier dann drauf lauert, dass sich alle anderen ebenfalls einstoppen lassen, kann man entweder dann Stop Break-Even ziehen oder wenn er hier ausbricht, eine Korrektur macht. Und dann abmarschiert, kann man in diesem Punkt nochmal nachlegen. Stops dort unten drunter, Position groß genug. Wenn er dann dieses hochnimmt, Stops hier in den Gewinn, Konto zu. Konto wechseln, auf dem nächsten Konto weiterhandeln. Okay? Wenn er das denn zulässt. Die 1, 2, 3 Linie findest du genau hier auf der Seite, wo man sich dann so eine Sachen sauber ziehen kann. Mal gucken. 1, 2, 3. So läuft das. So. 8 Uhr. Jetzt gehen wir mal schön auf den 1-Minuten-Chart. Das mache ich aber lieber am Rechner. So, da haben wir, habe ich schon extra rübergezogen. Da. So, jetzt streiten sich wieder zwei Seelen. Wir haben das Hoch diesen Bereich in Verbindung mit einer Pivot 1, 10, 27. Und die glatte 1, 10 haben wir ja unten. Ja. Jetzt bewegen wir uns hier wieder im Niemandsland. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hier runterläuft, ist noch gegeben. Spätestens hier unten in diesem Bereich sollte Schluss sein. Tiefer laufen sollte er nach Möglichkeit nicht. Die Möglichkeit zur 23,6 zurückzulaufen besteht immer noch, oder? Ja, klar. Wir haben ja auch hier, guckt euch das mal an, wir haben genau hier die 61,8 aus diese Bewegung. So, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter.
und nehme mal die gesamte Bewegung hier. Und dann sehen wir, dass wir hier richtig Luft haben nach oben. So, wenn wir die letzte Bewegung nehmen, nämlich die hier, die wir auch genauso messen dürfen, wie sie jetzt hier ist, und dann nach dem Regelwerk gehen, was noch nicht so ganz durch ist, dass wir hier nachher über die 1,13 vielleicht schießen, dann haben wir sogar Luft bis zu 1,24. Ganz übergeordnet. Darüber sollte man sich aber dann Gedanken machen, wenn wir bei 1,15 sind. Da kann man dann drüber nachdenken. Diese Nummer hier, die läuft jetzt schon eine Stunde. Und ich warte morgens in der Regel, ich warte morgens in der Regel, dass wir eine Richtung anlaufen wenigstens. Entweder läuft die hier unten an, zeigt mir Schwäche, oder er schießt durch, macht diesen Zielbereich kaputt und läuft dann bis hier runter, um die Kombination hier zu fischen und dann abzudrehen nach oben und den nächsten Schub zu machen. Hier lasse ich die Finger raus. Und ich bin heute Morgen aufgestanden, um mir Prügel abzuholen. War jedenfalls mein Plan. So, da haben wir den DAX-Chart. So. Und wenn wir uns den mal nehmen und uns die Marken von gestern rauspulen, was haben wir gestern gesagt? Wo sollte er hin? Wo sollten wir fürchterlich aufpassen? Wer hat aufgepasst? Christoph hat gerade eine gute Idee. Er sagt, Christoph geht jetzt mal long im Euro. Stop unter die Parität, Ziel 1,23, dann passt sogar das CRV. Super Idee. Also, wir haben gestern gesagt, aufpassen im Bereich 9.350. Da hat heute Nacht oder heute früh sehr zeitig einen sauberen Doppelboden hingelegt. Hier haben wir eine Clusterung von Widerständen, von allen möglichen Sachen. Ich weiß nicht, wer da mit dem TP gearbeitet hat. Ich arbeite nicht mit dem TP, weil ich die Nummer durchlaufen lassen will. Ich lasse meinen Stop im Gewinn. Er liegt jetzt noch bei 9,450, 9,460 sogar. Ganz knapp im Gewinn. Ich habe die Position aufgestockt und jetzt lasse ich ihn erstmal fallen. Weil ob diese Nummer hier jetzt aufgeht, das wissen wir noch nicht. Aber was wir wussten, war, da hatte ich sie nicht. Wo hatte ich die hier drinne? Da. So, er darf zurücklaufen hier bis in den Bereich 9,460. Und man konnte sich gestern ein paar schöne Sachen rauspulen. Nehmen wir mal das hoch. Das tief. Das hoch und demnach darf er sogar bis darunter und da. Ich pull die Nummer gleich mal raus von gestern.
Ja. Wie schön das damit klappt. Wir haben gestern einmal mit dem gearbeitet. Jetzt fang du auch noch an. Kommt der nächste mit Messi-Chart um die Ecke. So sieht ein Chart aus, wenn man da drin arbeitet, ihr Knalltüten. Messi-Chart. Ich werde dir gleich Messi. So. Wir machen mal die erste Bewegung grün. Und die zweite Bewegung machen wir mal rot. Dann kann man das besser erkennen. So, das haben wir gestern Nachmittag gemacht, bevor wir nachher im Block geschrieben haben. Das war die erste Bewegung, die er gestern Nachmittag gemacht hat. Zack. Da die Korrektur kann man ansetzen, da rechnet sich das Ziel bei 9,444. Wir haben gesagt 9,450 hier, weil wir hier auch ebenfalls die Clusterung hatten. Hat er im Tief gemacht 9,451, hätte nach dem Tool 9,446 machen müssen. Also hat er das in meinem Messi-Chart, ne Pederle? Peter war ja Chef von der Chaotentruppe hier. Fast erreicht. So. Diese Bewegung durchlaufen lassen, da wieder eine schöne Korrektur im preisbasierten Chart und dann errechnet sich daraus das Ziel hier unten 9,354 und das war das Zünglein an der Waage für die Nacht und da der Junge gedacht hat und morgen nochmal geguckt, wo haben die Jungs gestern die Linie eingezeichnet und war im Tief bei 9,349, also noch 2 Punkte tiefer. Plane dein Trade, Trader einen Plan. Deswegen frage, wer ist da noch drinne? Wer hält ihn nochmal durch und will das ganz große Ding durchziehen oder wer denn da unten bei der 9,350 glattgestellt? Und mit welchem Ergebnis? Marco wieder flat oder noch flat? Flat alleine nützt ja nichts. Wenn er bis 9,445 zurückläuft, stocke ich auf. Ja, bis 9,450 darf er zurücklaufen. Stefan ist raus mit plus 43, ist ja schon mal. Bin erst bei 9,4 eingestiegen, hoffe, das war richtig. Dann bist du jetzt 4 Punkte hinten, Detlef. Wir haben gestern Nachmittag angefangen zu shorten, das viel früher. Sebastian mit 42 Punkten aus. 42 Punkte plus, ne? Geht doch. So soll es ja auch sein. Also, ich lasse mir den ganzen Kram zurücklaufen bis in den Bereich 9,450. Auch da werde ich aufstocken. Ansonsten suche ich mir eine Umkehrformation im übergeordneten Chart, wenn er in der Stunde irgendwas macht. 9,450, 9,460. Schreibt euch diese Marken bitte auf, weil wenn er diese Nummer jetzt macht, und das gucken wir uns jetzt wirklich mal im übergeordneten Chart an.
Erstens, wer hat FIBO aufgepasst? Im Seminar. Wir haben hier die komplette Bewegung, die letzte. Wenn wir hier durchmarschieren, das hat er nur gestern mal mit Musik gemacht, deswegen darf er hier auch nochmal zurück, dann haben wir Minimum als Ziel 9,150 und darunter die 9,877, 8,877, sorry. Das wäre der Fahrplan nach unten. Deckt sich damit, dass wir, wenn wir die Nummer komplett durchziehen, diese komplette Aufwärtsbewegung, die hier auf jeden Fall bis 9,250, deswegen haben wir gesagt, unter 9,250 würde ich ebenfalls aufstocken. Entweder da oben oder bei 9,250. Und jetzt gucken wir uns die Nummer mal im Daily an. Das müsst ihr nachher schon mal ein bisschen sacken lassen. So. Da haben wir diese Welle weg und da die Korrektur. Und jetzt die zweite Welle, die sollte laufen bis darunter. Haben wir noch irgendwo einen Stundenchart, wo wir drinnen machen können? Da. Wenn diese Nummer hier kaputt geht, dann haben wir freie Bahn. Er darf jetzt zurücklaufen. Setzen wir mal den Fall ein. Ja, stellt Fragen. Ich denke heute einfach nur mal laut. Gesetzt den Fall, er läuft zurück bis in diesen Bereich. Bis hierher darf er ja. Und wir nehmen unser Tool. Wir müssen ja, wir leben ja vom Spekulieren, ne? Zack. Zack, und dann läuft er bis dahin. Ungefähr. Dann haben wir nach unten Minimum Luft bis an die 9,220, die dann diese Nummer hier durchschlägt. Und dann hätten wir schon mal Luft bis zur 9,1. Also von 9,460 Luft bis 9,220 und darunter sogar bis ans Gap Close an die 8.970 haben wir noch ein offenes Gap. Ach so, Christoph, dann rufe ich da natürlich an. Ich vergaß. Ja, Christoph, das Problem ist, ein Stop da liegt. So, und die gesamte Bewegung, die er gemacht hat, darf er bis hierhin korrigieren. Heißt, bis an die 9000 sollte er kommen. Da unten haben wir noch das offene Gap bei 8.970, 8.980 irgendwo. Sondern diese Nummer sollte ein bisschen länger laufen. Also, wir müssen das ja auch im Zeitfenster sehen. Und hier unten in diesem Gap, in dieser Gap-Geschichte, da wird nachher entschieden, ballert er durch die 9000 durch und holt sich dann mit einem Schwung auch die 8300 oder war es das dann hier unten? Und er geht auf zu neuen Hochs, was ja durchaus in dem Fall dann auch denkbar ist,
weil wir haben die Luft nur noch bis, ja, ungefähr noch 2 Wochen. Und wenn er hier in diesem Bereich dann drehen sollte, wenn er das Gap zugemacht hat, dann haben wir, wen nehmen wir da? Nehmen wir mal den. Dann darf er hoch. Okay, finden wir jetzt nicht. Dann machen wir es anders. Wir haben jetzt diese ganze Bewegung hier und dann schieben wir falsch. Die wollte ich haben. Und dann starten wir diese ganze Geschichte da und dann sind wir oben bei der 9,9 bis 10. Das geht natürlich auch. Das Christoph ist ein Fuchs, ne? Geht nicht nach rechts. Doch nicht so ein Fuchs, wie er meinte. Ah. Da wollen wir hin. Stimmt nicht. Da wollen wir hin. Da schließen wir das Gap. So. Und wenn wir den dann rüberziehen. Nach links meinst du, ne? So. Und dann sehen wir, dass wir hier bei den alten Hochs landen, beides. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ihr hier runterläuft Richtung 9000, das Gap zumacht, um dann nach oben rauszugehen und dann die 99 zu holen. Dafür ist aber die 9,450 heute das Zünglein an der Waage. Ich mache den Chart mal nackig. Und dann nehmen wir uns mal das Minimalmaß, wer das dann handeln will. Da unten haben wir die alten Zwischentiefs 9,464. So, 9,450, 9,460 in diesem Bereich sollte man sehen. Das läuft ja zurück, bestätigt dieses Tief, hat die gesamte Abwärtsbewegung sauber korrigiert. Und dann kann es abgehen. Ich fange so eine Sachen immer ein bisschen früher an. Ich habe meine Position noch drin, die bleibt auch drin. Ich werde meinen Stop dementsprechend korrigieren, weil für mich ist das Setup ausschlaggebend, dass wir diese Bewegung, die er nur von Sonntagnacht gemacht hat, hier vom Gap, das Gap geschlossen hat, volle Granate durchmarschiert und die hat er jetzt sehr weit korrigiert, alles kaputt gemacht. Und damit könnte er sogar schon bei 9,420 wieder abdrehen. Und für mich heißt das erste Ziel da unten 9,145, 9,150 da unten. Nochmal zum Fahrplan, aufstocken unter 9,250, das heißt hier so 9,236, 9,274, wenn dieser Kram kaputt geht, dann kann man nochmal richtig was drauffeuern hier. Übergeordnetes Ziel. 9.050 und das Gap Close 8.970. So ungefähr sollte es ablaufen, wenn alles glatt geht. Wie wir sehen, hier haben wir nichts. Fragen zu der Nummer? Ich hatte ja noch zwei, drei Anfragen für die Traderwoche. Christian zum Beispiel und der Hans Rüdi und den Bernd. Ja, Susanne, das mache ich nur wegen dir, sonst kriege ich wieder was in die Löffel, dass sich hier keiner traut, Fragen zu stellen, weil ich immer blöd antworte.
um da mal ein bisschen den Dampf von gestern Nachmittag rauszunehmen. Ich hätte gesagt, man kommt zum Seminar und guckt dir das an. Wer die Grundlagen einfach nicht beherrscht, also ein paar Grundlagen nicht beherrscht, der muss sich damit auch anfreuen, dass man einfach mal sagt, okay, dann komm doch einfach mal zu einem Seminar oder zu einem Grundlagenseminar und guck dir die Grundlagen einfach mal an. Oder kauf dir mal Buch. Buch? Kennt ihr Buch? So. Hier. Buch ist sowas. Kann man drinnen blättern, kann man drinnen arbeiten. Das ist Buch. Nicht hier links, rechts, nach oben, nach unten wischen. Buch. Hier, Papier mit Seiten. Könnte man sich mal ein paar Sachen reinziehen oder ihr müsst eben noch 3, 4 Wochen warten, bis unser Freund der DAX seine Filmaufzeichnung fertig hat, weil dann kommen wir zu dem Motto, frag doch mal den DAX. Und dann bitte ich um Anregungen, die ihr uns vielleicht zu der Serie schickt. Es ist morgens. Da braucht man Brille. So, klasse DAX-Kommentierung. Vielen Dank und euch auch einen schönen Tag. Ja, genau. Welche Gedanken steckt hinter der Aussage, dass der DAX bei 9,22 drehen könnte? Das Tief 9,52. Wie im ganzen Leben ohne Grundlagen geht nichts. Ja, das habe ich auch gemerkt. Deswegen war mein erstes Kind ein Junge. Erst mal schön, nur Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. So, Euro nochmal ganz kurz und dann sind wir auch schon wieder weg. Den Euro ziehe ich mir jetzt rein, bis er dieses ganze Szenario hier beendet hat. Diese Nummer muss er beenden. Wenn er diese Range beendet und nach oben will, bin ich mir, ja, was heißt sicher, was an der Börse schon sicher, ne? Genauso sicher wie ein Igel in der Kondomfabrik. Aber so eine Range beendet er in der Regel mit einem ganz kurzen Spike nach unten. Dreht entweder hier oder hier. Nur wenn er dieses Setup auch will, mit einem Spike nach unten und genau hier in diesem Bereich werde ich mich dann long platzieren. 1,10 glatt. Und 1,099. Hier long platzieren, hier long platzieren. Wenn er oben rausgeht, eine Korrektur und weitergehen will, wird hier nach Euro pur aufgestockt. Hier wird angefangen, eine Long-Position zu platzieren. Machen wir die ruhig mal grün. Da und da wird eine Long-Position platziert, wenn er dann diese Bewegung nimmt und hier von mir aus bis da ran, das ist eine schöne Marke, dann zurückläuft bis dahin. Wird hier in diesem Bereich die nächste, wird die Position aufgestockt mit Zielen von für den heutigen Tag bei 27 und die nächste Nummer 37 Ziel 2. Dann gehört der Stop Break Even und dann können wir gucken, was, ob es nach oben weiter rausgeht. Wer mehrere Konten hat, deswegen haben wir in der Regel mehrere Konten, dann sollte man dieses Konto dann mit einem Stop im Gewinn irgendwo dicht machen, sich Alarme reinlegen für dieses eine Konto und dann stufenweise entweder aufstocken oder hinterherziehen. Das ist dann die hohe Kunst, wenn man mit einem Scalp trade, nämlich genau hier mit einem Risiko. Wenn wir hier mit einem Risiko von 10 Punkten oder 8 Punkten reinkommen oder hier unten mit einem Risiko von ja, sind es 10 Punkte, aber im 90er-Bereich rein, Stop muss hier unten drunter. Wenn wir da reinkommen, ein Risiko von 10 Punkten und 500 Punkte vor der Nase haben, dann geben wir wieder mit dem einen oder anderen Futter, der dann wieder sagt, so kann man sich natürlich in CRV auch zurechtrechnen. So. Anlauf oben nochmal, schauen wir. Das war doch wohl nicht etwa schon hier.
Der Spike, den wir vermutet haben, stinkt fast danach. Wenn das so sein sollte, muss der Bereich jetzt hier halten. Die 16. Dann muss er da wieder drehen und nochmal nach unten gehen. Okay. Fragen dazu? Rumrutschfaktor. Was ist Rumrutschfaktor? Für einen Rumrutschfaktor brauchst du den Lederarsch. Dann brauchst du ja nicht so viel Gedanken machen. Da gucke, der Junge gibt ein bisschen Gas jetzt. Oder Lederhose, genau. Wir analysieren jede Zeiteinheit, die uns was bringt. Ich muss mir ja oben drüber, muss ich mir ja irgendwo die Nummer verschaffen, damit ich den Überblick habe, damit ich weiß, was gehen kann, damit ich nicht von Bremsen überrascht werde. Aber Dieter, ich glaube, bist du nicht im Seminar in 4 Wochen oder 5 Wochen? In Lohr? Oder täusche ich mich da? Da gucken wir uns solche Spielchen an. Okay, Fragen dazu? Setups klar für heute, Fahrplan fertig. Welches Buch das genau war? Das war das große Buch der Markttechnik von Micha. Ist ein Buch, mit dem man arbeiten kann. Okay, Fragen? Wie ist der Plan, wenn das die Nummer war? Tja, dann stur nach Europro. Dann warte ich den Rücklauf ab hier. Ja, Short-Signal aufgehoben, vielleicht kommt gleich ein Long-Signal. Dann müssen wir abwarten, bis wir nach Europro einen sauberen Einstieg kriegen. Dann war es das. Dann wird dieser Bereich hier unten nicht mehr abgearbeitet. Wahrscheinlich. Ich hatte gehofft, dass dieser Bereich hier nochmal besucht wird, um da ein paar Nummern abzuholen. Den hier, den hätte ich gerne nochmal gesehen, dass er da eintaucht. Sonstige Buchempfehlung. Ja. Wenn du eine ehrliche Meinung wissen willst, ich lese keine Bücher mehr, weil die Bücher mich in der Regel durcheinander bringen. Bei mir ist es so, dass die Praxis zählt. In der Praxis lernt man. Klavierspielen lernt man auch nicht, indem man die Noten auswendig lernt, sondern indem man jeden Tag 1, 2, 3 Stunden trainiert. Und so ist es hier auch. Aber wir können ja mal eine Buchliste zusammenstellen, was für mich wichtig war. Ich habe bloß 3 Bücher hier liegen bei mir auf dem Schreibtisch. Wer schon mal hier war, weiß das. Und mehr benutze ich auch nicht. Kamasutra ist ganz wichtig, vor allem Seite 78. Welche sind deine Top 3? Das, was ich gerade schreibe. Christoph hat das richtig erkannt. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr mal ein Buch zu schreiben. Okay. Alle wunschlos glücklich. Dann verkrümeln wir uns jetzt und genießen den Tag und den Rest gucken wir uns heute Nachmittag an. Also im Euro warte ich nach Möglichkeit, bis er hier unten einläuft, die Nummer hier unten abarbeitet, damit ich mir dort ein Long Setup holen kann. Oder warte jetzt auf Euro Pro, dass hier ein Long Signal kommt, dann würde ich das mitnehmen. Das sind die beiden Marken. Und im
DAX müssen wir damit rechnen, dass er bis 9,450, 9,465 läuft und bei 9,465 wieder abdreht, eventuell sogar 9 Uhr, dass er jetzt nochmal hocharbeitet bis in diesen Bereich in der Vorbörse und um 9 Uhr dort öffnet. Dann haben die Jungs nämlich ein schönes Gap. Und was für eins? 50 Punkte oder so da oben, was sie dann eventuell schließen, was den Schwung nach unten auslösen könnte. Also 9,450, 9,465 ist das Zünglein an der Waage. Und dann ist das Ziel Gap Close 8.970, 8.980, wären auch 450 Punkte. Wäre ja schon mal was, ne? So, in diesem Sinne verkrümle ich mich jetzt hier. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder um 15:15 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt. Okay, Aufzeichnung findet ihr in ein, zwei Stunden oben in eurem Account. Das Nachmittagswebinar von gestern ist hochgeladen. Das von gestern früh auch könnt ihr euch gerne angucken oder solltet ihr vielleicht auch mal angucken. Also, wir sind dann mal weg. Danke nach Clausthal, dass Christoph dabei war. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Tschüss, tschüss und moin, moin. Euer Scalp-Trader Thorsten und Team.